Was geht ab? Eins vorweg. Ich habe gerade eine Oma im Auto gesehen. Nix gegen die Oma, ja. Aber ohne Witz, sie war ungefähr 8-mal so alt wie Hasebe. Ja, also Hasebe ist ja die neue Zeiteinheit zum Messen bei Eintracht Frankfurt, ja. Auf der Welt, ja. Ohne Witz, sie war 400 Jahre alt. Die steht am Rand und will einparken und ich höre nur so, wie die Reifen quietschen. Ja, cool, Kinder, ihr dürft gehen. Ich habe ein Herz für Kinder, ja. Aber obwohl die Kinder heutzutage frech sind, frech. Und Regenschirm hat er mir so gemacht, wollte mich jetzt schlagen, ja. So, obwohl ich ihn durchgelassen habe, ja. Also, was geht ab? Die Oma war krass. Ja, die steht am Straßenrand. Ich wollte schon aussteigen und sagen, Oma, ich kann zwar kein Auto fahren, auch nicht, aber ich kann dir helfen, ja. Ich steht so und will einparken und ich habe die Reifen quietschen, weil die so am Bordstein sich durchschrubben, ja. Egal. Ja, was geht ab? Wir haben... Was haben wir? Mittwoch, Mittwoch haben wir, glaube ich, ja? Uhrzeit? Kanal, 15., 16., 17., 18. Februar mäßig, 2022. Uhrzeit ist okay. Und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 2052 oder 53 Abonnenten. Ja, ihr fragt mich warum. Ja, wie kann es sein, dass er 4 oder 5 neue Abonnenten an einem Tag bekommen hat? Ja, ihr glaubt es nicht, ja? Ja, glaubt es ruhig. Es ist passiert, weil ich dieses Quatsch-Video gemacht habe. Ich war in Frankfurt, in diesem Park, bei der Skyline, Rutschelpark, glaube ich. Ist ein Video gemacht vom Wolfsburg-Spiel, ja? Guck mal auf die Klickszahlen, kleine Bitches. Ja, ihr habt gesagt, ich werde nie wieder ein Video machen mit mehr als 30 Klicks. Ja, guckt auf die Klickzahlen, ihr Bitches, ja? Eskalation, ja? Eskalation ist das Video, ja? Und ja, dadurch kommt wohl ein oder andere Abonnent. Wenn er dieses Video sieht, verpisst er sich sofort wieder. Ist mir schon klar, aber ist mir egal, ja? So, ich habe auch absolut gar nicht... ihr müsst es liken, ja? Ich weiß nicht, was ihr hier liked oder was ihr überhaupt liken sollt, weil wir labern nur Scheiße. Aber liked es, ja? Schickt es euren Großmüttern, die sollen es auch liken, auch wenn die das nicht mehr hören oder sehen. Liked es alle, ja? So, das ist gut für den Algorithmus, ja? Und dieser, seht ihr, was ein Algorithmus bewirken kann? Ich hätte mal darauf achten sollen, wie viel Uhr ich das gepusht habe, das Video. Rausgehauen, so veröffentlicht habe. Das war so ein 15-Sekunden-Video, ja? Ich weiß, am Anfang, als ich nach YouTube angefangen habe, habe ich mir so mal so durchgelesen. Ja, wann ist es gut, ein Video hochzuladen? Welcher Wochentag? Welche Uhrzeit? Muss kein Einstein sein, um zu sehen, dass es mir ziemlich schnell ziemlich egal geworden ist. Ist irgendwie scheißegal, ja. Ich wollte jetzt auch Englisch über Eintracht labern und das werden wir jetzt auch tun irgendwie. Betonung auf irgendwie, fett geschrieben, unterstrichen und kursiv, ja, und am besten noch so einen schwarzen Kreis drum machen, ja, roten Kreis. Weil, wir werden jetzt irgendwie reden, ich wollte gucken, wir spielen jetzt gegen Köln am Wochenende, das ist mir noch ein bisschen früh, wir haben Mitte der Woche, so kurz vom Köln-Spiel, ein, zwei Tage reden über das Spiel, kann ja noch viel passieren, deswegen. Und, ja, aber was sollte ich denn jetzt reden? Ich habe keine Ahnung gehabt, da habe ich so Handy rausgeholt, natürlich sofort auf Hessentext, ja, weil Hessentext ist doch mein Programmdirektor, ja, was Hessentext sagt, ich könnte eigentlich auch mal die Bild-Zeitung aufmachen und gucken. Online. Ja, so Bild-Zeitung ist immer gut, was die berichten, einfach das Gegenteil behaupten. Ja? So, die machen ja nichts anderes. Ja, keine Ahnung, egal. So, jedenfalls. Ja, und Hessentext, ich mach auf. Und jetzt mal ohne Witz, Hessentext. Jetzt langsam komme ich verarscht vor von euch, ja? Wo leben wir hier? Frankfurt. Also hier. Hier. Einer guckt aus Hamburg zu, das weiß ich. Einer aus Berlin, das weiß ich. Ja. Und die anderen zwei Leute kommen vielleicht aus Frankfurt. Ja. So, jedenfalls, Hessentext, ganz Hessen. Ja. Was ist in Hessen die Fußballmannschaft Number One? Ich komme mir sogar dumm vor, diese Frage überhaupt zu stellen. Ja. Und warum? Wie kann es sein, Darmstadt, dass ich jedes Mal, wenn ich auf eure Seite gehe und so Fußball-News abchecken will, nur News zu Darmstadt sehe? Ja? Wirklich? Feuert mal diesen Menschen. Nein, ich will nicht so asozial sein. Der wird, weil ich bin ein erfolgreicher YouTube-Millionär und habe Reichweite bis nach Timbuktu. Ich möchte jetzt nicht, dass die Person wirklich gefeuert wird. Ja, so sind wir hier nicht. Ja, wir haben schon Herz für untergeordnete Menschen vierter Klasse. Ja? Der soll nicht gefeuert werden. Der tut mir leid. Der hat vielleicht Familie zu ernähren und sowas. Ja, ich gebe dem auch 5 Euro jetzt, wenn er mir sein Konto nochmal gibt. Ist kein Problem. Aber Digga oder Diggerchens. Oder muss man dieses gendern heute, wie ist Digga, Diggi, Diggaschinchens, ich weiß nicht, was da, wie man das, so, ist mir auch egal, das ist Quatsch, ja, so, jedenfalls, ach komm, auf Autobahn habe ich einen Müllabfuhr vor mir, ja, so viel Müll, wie ich laber, bin ich ja genau richtig hinter der Müllabfuhr, ja, aber okay, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ja, was soll das mit Darmstadt, wen interessiert das, die vier Menschen dort, die
in Darmstadt, das, die Stadt Darmstadt bilden wir. Nein, mach das nicht. Ich will einfach Frankfurt News haben, weil ich. Was sind. Und vor allen Dingen habt ihr so wenig zu berichten. Aber jetzt reicht's mir. Habt ihr so wenig zu berichten, dass ihr schreiben müsst, ja? Jochbeinbruch bei Ex-Darmstadt-Spieler. Oh, wie heißt der? Na, euer Typ, der die Tore bei euch geschossen hat, ja? Wo spielt der mittlerweile? Irgendwo Türkei 8. Liga oder was? Wen interessiert es? Wirklich, also ich will gucken, über was kann ich bei Eintracht labern, ja, und jetzt kommt diese Quatsch, ja, wirklich, die ersten drei News, nur Darmstadt, 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 ich muss so runterscrollen, mich bewegen und anstrengen, mit Fingern so machen, dass ich was über Eintracht zu lesen bekomme, ja, Quatsch. Jedenfalls habe ich dann beim Scrollen so überscrollt, weil ich dann gesehen habe, Hasebe ist wieder im Training. Oh, das ist eine wirklich sehr gute Nachricht, denn nicht nur, dass wir jetzt ab sofort in ganz Deutschland, wurde offiziell gestern bekannt gegeben, die Zeit nur noch in Hasebe-Zeiteinheiten messen. Ein Hasebe, zwei Hasebe, drei Hasebe, ja? Wenn jemand acht Hasebes alt ist, sollte man ihm Respekt erweisen, weil das ist schon ordentlich, ja? Und so wie die Oma gerade, ja? Deswegen Respekt, Oma, hast du gut gemacht. Mach dein Auto so weiter, aber alles richtig, ja? So, jedenfalls, schick dir neue Reifen, kein Thema, ja? Ja, Hasebe ist wieder fit? Nein, trainiert wieder, im Training. Wer weiß, Lauftraining nicht. Ey, niemals ist er im Köln-Spiel dabei, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, wer weiß, das nächste Spiel. Das wäre geil, das wäre geil. Ja, Hasebe, bitte, werd fit, wir brauchen dich unbedingt. Ja, wir brauchen dich auch die nächsten 10 Jahre, ja. Solange wie Eintracht Frankfurt sich weigert. Ich weiß nicht, aber warum man sich einfach weigert. Ja. Man hat jetzt diesen Smallshit-Javier, sorry, ich habe mich immer noch nicht auseinandergesetzt. Und es ist ja auch noch nicht offiziell, muss man auch sagen. Es ist ja noch nichts von Eintracht Frankfurt offiziell bestätigt, ja. Das ist natürlich deren Taktik und gutes Recht, schön und gut, aber erst wenn etwas von Eintracht Frankfurt bestätigt ist, werde ich mich dazu äußern, ja, und die Namen lernen unserer neuen Spieler, aber dieses Smolcic, wie das heißt, und der heißt, und der andere weiß ich gar nicht von Salzburg, ob das wirklich konkret ist oder nicht, aber Smolcic ist ja jetzt auch nicht gerade der Hasebe-Ersatz, ja, es ist ja dann, Hasebe zu ersetzen ist schwierig, ist wirklich sehr, sehr schwierig und ist mal mindestens genauso wichtig wie ein Rechtsaußen, einer, der uns was bringt und ein starker Stürmer. Und Stürmer hatten wir die letzten Jahre, können wir uns nicht beklagen, ja, Rechtsaußen und ein Hasebe-Ersatz, Mangelware. Ja, ich weiß nicht, warum man sich nicht damit auseinandersetzt und da steht jetzt auch, stand auch irgendwo vor kurzem, habe ich gelesen, dass Eintracht Frankfurt nicht vorsieht, einen Hasebe-Ersatz zu holen, ja. Der eine ist mehr so mit der Brechstange, so Einsatztyp so, kein Gerät verbunden, alles klar. Und ja, also Hasebe, du musst noch 10 Jahre in Frankfurt bleiben. Ja, Eintracht plant es nicht, dich da irgendwie zu ersetzen oder jemanden zu holen mit deinen Fähigkeiten. Ja, keine Ahnung, wollte doch gar nicht eigentlich darüber sprechen. Ja, denn mit der nächsten News, ich habe noch gesehen, Möller hört auf bei der Eintracht. Ja, gut, alles Gute. Ja, super. So, ein Jahr. Das Nachwuchsleistungszentrum da auf Vordermann gebracht. Ja. Nur mal so eine Frage nebenbei. Ist irgendeinem hier irgendein Nachwuchsspieler mal so vor die Flinte gesprungen? Ja, irgendwie ist mal da, also muss ich ja da noch mehr sagen. Das ist schön und gut, wenn man da die Akten mal sortiert hat und geordnet hat und das Büro mal richtig aufgeräumt hat. Ja. Das ist schon mal aller Ehren wert, ja. Ich würde mir wünschen, dass. Mir egal wer, ja, von mir aus soll es Dieter Bohlen machen, ja, wirklich, ist mir scheißegal, ist ja gut, Dieter Bohlen als Nachwuchsleistungschef da von Eintracht Frankfurt, ja, ist mir egal, Dieter Bohlen oder von mir aus Wolfgang Petri, scheißegal, irgendeiner, nicht nur das Büro aufräumen und Akten sortieren, das ist ja schön und gut, und mal den Kids beim Fußballspielen zu gucken, das kann ich auch, ja, also, und hat man ja bei Eintracht Frankfurt auch manchmal das Gefühl, ja, aber, ja, ich würde mir schon wünschen, dass da, ich weiß nicht, was für eine Stelle das sein muss, dass mal auch dieses, na, also man muss schon sagen, wie es ist, oder? Dieses Nachwuchsleistungszentrum ist schon einfach eine, es ist ein Riesengebäude, ja, es ist eine Riesenplatzverschwendung in Frankfurt. Da könntest du auch einen Kindergarten hinbauen oder ein Altersheim oder ein Zoo oder ein Schwimmbad. Oder ein Parkplatz. Ja? Es wäre sinnvoller genutzt teilweise, als was da
ey, das ist schon lange da. Ja, keine Ahnung, 10 Jahre, mehr, 10, 12 Jahre, ich weiß nicht mehr, wie lange das da schon steht. Ich kann mich damals noch erinnern an das Bauvorhaben. Es ist ja hier, wenn jeder sich in Frankfurt auskennt, wo ich jetzt gerade mit dem Auto stehe, an der Ampel. Wenn ich könnte laufen zu diesem Nachwuchsleistungszentrum von hier, ja. Das ist 10 Minuten zu Fuß und mit dem Auto eine Minute in diese Richtung. Da, ich bin ja auch gerade an der Autobahn vorbeigefahren, ja. So, und ja, also... Ich kann mich mal erinnern, dass Stendera da gewohnt hat oder so. Und sein Bruder, der noch bis vor kurzem auch bei uns war. Ist noch bis vor kurzem. Ja, so. Und, ja. Deswegen musst du die 20 Millionen oder 14 Millionen oder was kostet das, das Gebäude hochziehen. 20.000 Fußballplätze, so High-Class-Plätze, so richtig gute, schöne. Ja, da ist auch so ein Jugendrestaurant, da war ich mal essen. Leider nicht so gut schmeckt, aber okay. Aber, musstest du da alles so richtig tippitoppi machen, Geld ausgeben ohne Ende. Aber der Ertrag sollte es doch sein, nicht einfach eine Jugendherberge zu bauen mit einem schönen Fußballplatz vor der Haustür, sondern irgendwie schon mal die besten Fußballtalente, das Mindeste, wirklich das Mindeste der Region. Ja, mit Region meine ich Frankfurt, Umgebung und von mir aus Hessen. Sollte es schon, also man sollte schon in der Lage sein, die Kids, die Fußball spielen und gut sind, also dass da Leute erstmal arbeiten, die das erkennen, die wirklich talentierte junge Fußballspieler erkennen können und unterscheiden können von den zukünftigen Karl-Heinz und Horstes, die an Trinkhalle ihr Bierchen trinken um 7 Uhr morgens, ja? Das erste von 34 pro Tag, ja? So, die sollte man schon unterscheiden können. Und weiß ich nicht, ob es das gibt, ja? Und dann sollte man doch irgendwie diesen Leuten eine Zukunft bieten, ja? Klar, dass Blanco jetzt abgehauen ist von Eintracht, wieder nach Spanien und dieser, was ist das, Herrera oder sowas? Das war eh so ganz zwielichtig. Zwielichtig hat immer so einen düsteren Beigeschmack, meine ich nicht zwielichtig, aber so ein, die waren da, dieser Blanco war ein verwöhntes Kind anscheinend, so richtig krass, man hat zu viel Puder in den Arsch geblasen, ja, und weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Mit dem anderen habe ich gar keine Ahnung, der wurde einfach verpflichtet, habe ich nie gesehen, ja, also er ist nie mit mir Kaffee trinken gegangen, hat sich nicht bei mir vorgestellt sogar, unhöflich, und ja, ist auch jetzt wieder, glaube ich, zurück, wollte nach Spanien, wie auch immer, aber darum geht es auch gar nicht, ja. Komm, Kind, ich habe doch ein Herz für Kinder, ey, dein Fahrrad gefällt mir. Bleib stehen, gewiss. Ja, ey, bei meiner Größe, ich kann mit Kinderfahrrad fahren. Kein Thema. Ja, hat mir gefallen, das Fahrrad war rot. Ja, war schön. So, jedenfalls, ja, das, das ist so lustig. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte eigentlich über die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt reden, dass sie wieder da ist. Ja, okay, News verbreitet. Zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist wieder da. Ja, wollte eigentlich das ansprechen. Aber ich komme immer wieder auf dieses Thema Nachwuchsleistungszentrum, Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt. Das macht mir dann immer das komplette Video zunichte. Aber dann mache ich nichts Ganzes und nichts Halbes. Also so wie immer. Alles okay. Wir müssen mal wirklich uns darüber unterhalten. Aber es ist wirklich erschreckend fürchterlich, was in der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt passiert. Ja? Ohne zu wissen, was da passiert. Aber ich weiß, dass da nicht passiert. Also ich habe intern gar keine Einsicht, was da alles passiert. Ja? Ich weiß nicht, was da alles passiert. Aber ich weiß, was da nicht passiert. Und was nicht passiert ist, dass jugendliche Talente es in die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt schaffen, was ja passiert, aber nicht nur schaffen, um irgendwelche Quoten zu erfüllen, ja, und Alibi-Verträge zu unterschreiben, sondern es wirklich schaffen. Und ich rede schon nicht, dass wir hier die ganzen Superstars hervorbringen, wie es häufig in Leverkusen, Schalke, Freiburg und sonstige Fußballstätten in Deutschland, die wirklich gute Jugendabteilungen haben und so. Ja, es würde mir schon reichen, einfach mal wieder irgendwann einen soliden Fußball-Bundesligaspieler aus Frankfurt integrieren könnte in die erste Mannschaft und selbst wenn er uns dann irgendwann verlässt, dass er es zumindest mal woanders schafft. Ich freue mich auch für Waldschmidt. Macht es ja ganz gut, eigentlich, momentan. Und, also ich weiß nicht, ob er es gut macht oder nicht. Der ist doch in Wolfsburg, glaube ich, mittlerweile. Das ist natürlich,
das muss ich alles revidieren, was ich gerade gesagt habe, weil du bist ein Wolfsburg, Digga. Das kann man nicht tolerieren, ja. Aber er hat seinen Weg gemacht, ja. Wohin er ihn geführt hat, das ist ein Fragezeichen, ja. Aber ey, immerhin kann er sich jetzt, ich weiß nicht, ein paar Tesla mehr leisten, ja, anscheinend. Aber wer, was meine ich eigentlich? Nein, ich meine den anderen aus Hamburg. Sonny Kittel, ja? Hey, Sonny Kittel hat sich zum soliden Zweitkickerspieler entwickelt, der Hamburg wirklich gut tut. Ja, und das freut mich. Das freut mich. Und wenn es dann nur die zweite Liga ist, aber die spielen um den Aufstieg. Er spielt bei Hamburg. Das ist jetzt gut. Die Zeiten, in denen wir Hamburg Witze über Hamburg machen, sind vorbei. Ja, die haben ihre Strafe abgesessen. Aber der Verein kann ja nichts dafür. Und die Menschen, die da leben, die können ja auch nichts dafür. Ja? Nur weil ich immer sage, Frankfurt ist die beste Stadt der Welt und ich liebe nur alles, was aus Frankfurt ist und hasse alles andere, heißt nicht, dass ich alles andere hasse. So, alles andere ist mir einfach egal. Ja? Und Hamburg hat es verdient. Kein Gerät verbunden. Ja, siehst du, auf die Wahrheit hat es gesprochen. Ja? Er hat es verdient, die zweite Liga zu besuchen, weil da einfach über 10 Jahre hinweg einfach nur peinliche Scheiße passiert. Das ist wirklich peinlich. Und wenn die jetzt wieder aufsteigen und von null anfangen können, dann ist das ist der Kuchen gegessen. Dann machen wir uns keinen Spaß mehr hier über Hamburg, weil Hamburg ist ein Traditionsverein am Ende des Tages. Und es ist traurig, wenn ein Traditionsverein absteigen muss. Ganz einfach. Ja. Ganz im Gegensatz zu Wolfsburg. Ja. Oder Leipzig und sowas. Ja. Hoffenheim. Das ist ja hier fürchterlich mit der Parksituation. Jedenfalls ja, und wenn er dann da aufsteigt, ist er in einem großen Verein, ja, groß nicht mehr im Sinne von erfolgreich oder großer Kader, das weiß ich nicht, aber oder von viel Budget oder bla bla bla, großer Verein von der Historie. Hamburg war, ich weiß, meine 4 Zuschauer hier, die sind unter, wie alt seid ihr? 11, 10? Dürft ihr gucken, mit Dialogen zur Welt? So, die wissen das vielleicht nicht mehr, aber Hamburg war, ja, in den 90ern schon und natürlich auch lange zuvor und so, aber hab ich ja so den ersten mitbekommen, alles so in den 90ern schon, eigentlich immer in den ersten 3, 4, 5, definitiv immer dabei, ja, es ist, früher konnte man sich in UEFA Cup, Euro League hieß es ja noch, ohne HSV gar nicht vorstellen, das hat einfach dazugehört, ja, und ja, Sonny Kittel hat sich da hat sich einen Namen gemacht und steigt da auf und super, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Eintracht Frankfurt, ja. Was passiert denn hier jetzt mit dir, mit deinen Nachwuchsspielern? Wo sind die? Soll ich die suchen? Ich bin gerade raus, ich kann die abholen kommen. Sag mir nur, wo die sind, ja. Deswegen. Und ich muss jetzt mal hier das Ganze beenden und hier auflegen für euch, ja, weil ich krieg die kleine Handyklingel die ganze Zeit, also es klingelt nicht, ja, aber es vibriert die ganze Zeit, ich muss an den Schrank gehen, das ist wichtig, ja, ich habe für euch schon 2-mal weggedrückt quasi, indem ich nicht rangegangen bin, ja, ein drittes Mal wird es nicht geben, ja, bildet euch nichts ein, dass ihr jemand seid hier, ja, so, in dem Sinne, ich wollte eigentlich nur die zweite Mannschaft reden, die Eintracht Frankfurt jetzt wieder gemacht hat, was eigentlich eine super Sache ist, aber darüber reden wir dann einfach das nächste Mal, haben wir noch ein Thema, und dieses, ich weiß nicht mal, wie ich dieses Video hier nennen soll, ja, über was habe ich geredet, ja, Sonny Kittel, ja, hat es in Hamburg geschafft. So, nein, ich mach's wie Hessentext, ja. Ex-Darmstadt-Spieler Jochbeinbruch. Scheiße, ich hab seinen Namen vergessen. Ja. Wie ist er denn? Ihr wisst schon, wen ich meine. Der Goalgetter da bei denen, ja. So machen wir das vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Jedenfalls, schreibt unter das Video wie immer, was ihr wollt, ist mir egal. Hauptsache ein Kommentar, ist gut für YouTube, weil dann denkt es, ich habe viel so Leute, die sich gerne angucken und dann pushen die das. Super, super gute Sache, macht das. Ja, und liken. Liken und abonnieren ist mir egal, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen. So, und dann sehen wir uns, hören wir uns morgen wieder. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich ein super erfolgreicher YouTube-Star bin, guckt euch das Video an vor ein paar Tagen. 15 Sekunden dauert das nur, schon über 1000 Klicks. Das kann keiner von euch. So, hey, ich muss jetzt mal hier auflegen. Und dann sagen wir mal tschö mit Ö, ja. Ciao, Kakao. Grüßt eure Frau. Und da hab ich einfach gereimt, ja. Und ich hätte auch sagen können, ciao, Kakao, heute machen wir blau oder sowas. Weißt genau, ja, der Himmel ist grau und so, ja. Also, habe ich noch irgendwelche letzten Worte in diesem Video? Tauben, verpisst euch! Ja, nur weil die Tauben sind, ist doch kein Ausrede.
Boah, das war gerade krass. Ich bin so richtig 1 Zentimeter vor die gefahren und die sind so wie ein Dings, wie ein schönen John Woo-Film bei Körper des Feindes, wenn so die Tauben. So sah das gerade aus für mich. Okay. Okay, ich habe für viele angehalten heute, aber nicht für dich. Sorry, das geht nicht. Ey, wenn ihr die gesehen hättet, wärt ihr auch nicht angehalten. Ja, es ist sogar eine Gefahr für mich selbst, wenn ich da stehen geblieben wäre. Wer weiß, die wäre noch mein Auto gesprungen und gesagt, gib mir alles, was du hast. Ich habe Hunger. Sorry, ja, das ist nicht witzig. Ja, das war gefährlich. So. Also, ey, ich muss losmachen. Schluss machen. Tschüss. Ja, jetzt 20 Minuten. Oh Gott, da. Best.